Hey zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Stoffehemmers YouTube-Kanal. Ich bin die Anni vom YouTube-Kanal Handmade by Anni und du kennst mich auch schon hier auf diesem Kanal. Und heute darf ich euch eine Videonähanleitung zeigen zu dem Mantel Mona. Dieser Mantel ist perfekt für den Übergang und du kannst ihn in drei Varianten nähen. Als Jackett, als Kurzmantel oder auch als langen Mantel. Ich habe ihn einmal in der langen Mantelvariante mit einer wunderschönen Stickerei auf dem Rücken genäht und zeige euch hier im Video einmal den Kurzmantel. Benutzt habe ich dafür wunderschönen Wollwalk, der sich auch wirklich wunderschön nähen lässt. Außerdem kannst du den Mantel Mona mit Eingriffs- oder aufgesetzten Taschen nähen. Und die Mantelversion hat zudem einen Gürtel, der durch seitliche Schlaufen getragen wird. Und jetzt geht's auch los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen und Nachnähen. Ganz wichtig noch, du findest alle Infos, das kostenlose E-Book und auch die Infos zum Material unten in der Infobox verlinkt. Als erstes schneidest du dir natürlich alle Schnittteile gemäß des Schnittmusters zu. Ein kleiner Tipp, solltest du auch einen Mantel aus Wollwalk nähen, dann versäubere nur die Teile mit der Overlock, aber zusammennähen würde ich das Ganze mit der Nähmaschine und einer Jerseynadel, denn eine Jerseynadel ist nicht ganz so spitz und ein Wollwalk will lieber eine etwas rundere Spitze haben. Ich möchte noch so ein süßes kleines Label mit einarbeiten. Außerdem brauchst du drei Knöpfe und die Gürtelschlaufen. Die zeige ich hier mit Walk, habe aber beim Nähen gemerkt, dass es einfacher ist, dort einen etwas dünneren Stoff zu nehmen. Ich nähe Eingriffstaschen und Aufsitztaschen und hier siehst du, wie ich das Ganze schon mal versäubert habe. Für die Säume nutze ich dieses aufbügelbare Saumvlies und das ist nachher noch der Aufhängegurt. Wir starten mit den Markierungen, die du dir vom Schnittmuster überträgst. Ich habe das mit einem gelben Kreideraht gemacht, was sich aber leider nachher dummerweise nicht so einfach rausrubbeln ließ, deswegen würde ich das mit einem anderen machen. Stecke dir zuerst jeweils den Brustabnäher im Vorderteil rechts auf rechts zusammen und nähe das Ganze zusammen. Ich habe mir hier den Wollwalk vorher schon abgeschnitten, aber nur, weil er sonst eine sehr dicke Schicht hinterlässt und so kann ich die Nahtzugaben auseinanderlegen nachher. Das musst du bei dünnerem Baumwollstoff nicht machen, denn dann kannst du die ganze Nahtzugabe quasi zur Seite legen. Die Außentaschen werden jetzt jeweils am Umbruch nach links geschlagen, die Nahtzugabe nach innen gesteckt und der Umbruch knappkantig festgenäht. Bei dünnerem Stoff kannst du die Nahtzugaben an den Taschen dann nach innen bügeln und die Tasche markierungsgemäß auf die Vorderteile stecken und knappkantig festnähen. Bei dem Wollwalk habe ich während des Feststeckens die Seiten nach innen geklappt, denn das Gebügelte würde dabei nicht so gut halten. Hier stecke ich mir noch ein kleines süßes Label dazwischen und dann wird das Ganze relativ knappkantig vorne auf dein Vorderteil genäht. Wenn der Stoff relativ dick ist, so wie bei mir, kannst du dieses schwarze kleine Knöpfchen hinten an deinem Nähfuß benutzen. Das ist quasi wie so ein kleiner Höhenausgleich. Du kannst dafür einen elastischen Stich nehmen, denn der Wollwalk ist ja auch ein wenig dehnbar und damit dir die Naht nicht reißt, bist du dann auf der sichereren Seite. Lege nun die Eingriffstaschen rechts auf rechts markierungsgemäß auf die Vorderteile und auf das Rückenteil und nähe sie an. Und damit es auch genau an der gleichen Stelle auf dem vorderen Rückteil ist, lege ich mir hier einfach das Vorderteil auf das Rückenteil und gucke, dass es genau an der gleichen Position angenäht wird. Nun werden die beiden Vorderteile rechts auf rechts gelegt und am Kragen in der hinteren Mitte zusammengesteckt. Diese Kante nähst du zusammen und kannst dann anschließend die Nahtzugabe auseinanderbügeln.
Jetzt werden die gerade zusammengenähten Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückenteil gelegt und an den Schultern und am Halsloch zusammengesteckt. Das nähst du dann zusammen und achte darauf, dass die Nahtlinien, nicht die Schnittkanten, in der Ecke gut aufeinandertreffen und beim Nähen in der Ecke des Vorderteils kannst du diese einschneiden. Außerdem kannst du bei empfindlichen Stoffen auf diese Ecken vorher ein kleines Stück Flieseline bügeln, damit die Ecken nicht ausreißen. Jetzt werden die Seitennähte geschlossen. Dafür legst du dir die Seitennähte von Vorder- und Rückenteil und die Taschenbeutel jeweils aufeinander, steckst sie zusammen und nähst einmal alles zusammen. Hier packe ich mir in die Seitennaht noch mein kleines Label rein. Den Saum bügele ich mir jetzt 4 cm circa nach oben und damit das Ganze auch stabil bleibt und ein bisschen zusammenhaftet, bügele ich mir dieses Saumvlies auf und so kannst du das Ganze so ein bisschen zusammenkleben. Wichtig ist, dass du bei Wollwalk nicht direkt auf den Walk bügelst, sondern eine kleine Bügelfolie oder einen Stoff darunter legst. So wird der Wollwalk nicht beschädigt. Der kriegt dann meistens so eine leicht glänzende Oberfläche und das ist nicht ganz so gut. Beim Aufhänger nun an den langen Kanten die Nahtzugabe nach innen klappen und die Kanten aufeinander stecken. Und dann wird alles einmal mit einem Rechteck zusammengenäht. Nimm dir nun den vorderen Beleg und markiere dir die Mitte. Dann den Aufhänger in gleichen Abständen rechts und links von der hinteren Markierung auf der rechten Seite des Belegs feststecken und Füßchen breit annähen. Nun die vorderen Belege am Kragen in der hinteren Mitte rechts auf rechts stecken und ebenfalls zusammennähen. Die Nahtzugaben anschließend auseinanderbügeln. Nun den hinteren Beleg rechts auf die vorderen Belege im Halsloch und der Schulternaht stecken und annähen. Die Nahtzugaben kannst du dann auseinanderbügeln und anschließend die inneren Kanten der Belege versäubern. Nun den vorderen Beleg rechts auf das Vorderteil stecken und an der äußeren Kante der Kragenecke und im Saum zusammennähen. Dabei verläuft die Saumnaht genau in der vorgebügelten Kante des Vorderteils. Beim Beleg ist ca. 1 cm Nahtzugabe, das Vorderteil ist um 3 cm länger. Die Nahtzugabe an dieser Ecke hier ein- und zurückschneiden anschließend und an den Rundungen einschneiden und im Saum die überstehende Saumzugabe des Vorderteils Richtung Ecke zurückschneiden. Thank you.
Im Halsloch die Nahtzugaben, die jeweils Richtung Rückenteil und hinteren Beleg gebügelt sind, zusammenstecken und so nah es geht an der Kragennaht zusammennähen. An den Schulternähten den Beleg Naht auf Naht stecken und von der rechten Seite im Nahtschatten der Schulternaht feststeppen. Jetzt geht's an die Ärmel. Dafür nimmst du dir Ober- und Unterärmel und steckst es jeweils rechts aufeinander und die Oberarm- und Ärmelnaht werden dann geschlossen. Anschließend kannst du auch hier die Nahtzugaben wieder auseinanderbügeln. Hier ist es richtig, dass diese eine Zacke etwas übersteht, denn nur so hast du nachher wie hier einen schönen Übergang. Nun wird die andere Ärmelnaht noch geschlossen und das machst du natürlich mit beiden Ärmeln. Schau dabei, wenn du einen Stoff hast wie diesen Wollwalk, wo die linke und rechte Stoffseite jeweils echt sehr gleich aussehen, dass du nicht beide Ärmel in die gleiche Richtung nähst. Das heißt, einer muss links, einer muss rechts sein. Nun werden die Ärmel jeweils rechts auf rechts in das Armloch gesteckt und dabei musst du darauf achten, dass die Markierungen gut aufeinander passen und dass auch der rechte Ärmel ins rechte Armloch und nicht aus Versehen der linke ins rechte gesteckt wird. Der Ärmel muss im oberen Bereich für eine schöne Armkugel etwas eingehalten werden. Wenn du dir nicht sicher bist, schau nochmal, welche Markierung hier zu welchem Punkt gehört. Die Schulternaht ist ganz wichtig, die nimmst du dir als erstes am besten und dann nimmst du die Seitennaht und steckst sie aufeinander. Da dieser Ärmel aus drei Teilen besteht, trifft die Achselnaht nicht mit einer Ärmelnaht aufeinander. Da war ich nämlich etwas irritiert, aber ihr wisst jetzt direkt schon Bescheid. Diese Ärmel nähst du nun ein. Das sieht doch schon mal nach einem Mantel aus. Alle Säume werden nun versäubert und festgesteppt und mit einer Zaubernaht oder mit einer Nähmaschine festgenäht. Die Knopflöcher werden jetzt markierungsgemäß auf das rechte Vorderteil vor einem liegend links genäht, in der Größe, die der Knopf benötigt. Wichtig ist hier zu sagen, dass du den Beleg mit nach innen klappst und quasi durch beide Stoffe ein Knopfloch nähst. Die Knopflöcher kannst du anschließend mit einem Nahttrenner vorsichtig einschneiden. Lege die Schnittteile für den Bindegürtel rechts auf rechts zusammen und nähe sie an der kurzen Seite zusammen. Und anschließend legst du diesen ganzen Schlauch rechts auf rechts an der langen Seite aufeinander und klammerst alles fest und lässt dir aber auch eine Wendeöffnung von ca. 10 cm. Dann kannst du alles ringsherum einmal aufeinander nähen. Wende den Gürtel durch die Wendeöffnung, klappe die Nahtzugabe nach innen und dann kannst du alles noch einmal von außen knappkantig absteppen und damit wird dann auch quasi die Wendeöffnung geschlossen. Verarbeite dir dann zunächst den Zuschnitt für die Schlaufen wie bei dem Jackenhaken und stecke die Schlaufen jeweils markierungsgemäß an die Seitennaht des Mantels. Lege dir dabei die Nahtzugabe an der Innenseite einmal auseinander. Und nun nähst du die Schlaufen einmal knappkantig fest. Das war dann auch der letzte Schritt. Der Mantel ist fertig und er ist einfach ein Traum. Ich liebe diesen Mantel und der war echt auch nicht schwer zu nähen. Also das schaffst du durchaus auch.
Wie gesagt, findest du alle Infos zu dem Mantel und das Freebook in der Infobox verlinkt. Und falls du Lust hast, uns auf Instagram zu folgen und uns dein Nähwerk dort zu verlinken, dann kannst du das tun unter stoffehemmers.de auf Instagram. Wenn du keine Nähanleitung oder auch andere Dinge rund ums Nähen verpassen möchtest, dann rate ich dir, diesen Kanal zu abonnieren, denn dort gibt es viele, 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 viele Videos und ganz tolle Inspirationen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Video wieder einschaltest und sage bis dahin, tschüss!